Herzlich willkommen zum Teil 2 der ersten Mai-Rede. Jetzt ein bisschen dunkel, weil es jetzt über eine Stunde vergangen ist. Das verzeih mir bitte. Ja, ich möchte noch daraufhin zurückkommen. Ich hasse eigentlich diesen Schmarrn. Ja, herzlich willkommen noch einmal Teil 2 der ersten Mai-Rede. Ja, ich finde es wirklich erbärmlich, dass der Mensch dazu gezwungen wird, hier sein letztes Erspartes natürlich aufzubrauchen, beziehungsweise dann nicht mehr weiß, wie er das weiterfinanzieren kann. Das ist wirklich ärgerlich. Und ich mache nicht die erste Mai-Rede, um euch damit am Arsch zu gehen oder am Nerv. Ich mache die erste Mai-Rede, weil ich es für wichtig halte, hier einmal zu klären, warum die Menschen es wirklich satt haben, hier dauernd sich ärgern zu müssen, weil die Lebensmittelpreise in die Höhe steigen, weil das Leben fast nicht mehr leistbar ist und so weiter und so fort. Ja, da muss sich etwas ändern und ich würde mir wirklich wünschen, dass Johannes Rauch hier einmal etwas macht, was richtig ist. Und nein, Leute, ich bin nicht einer, der hier angibt oder sich einschleimen will. Ganz, ganz im Gegenteil. Es sollte mal was passieren. Und man kann die Menschen hier nicht einfach im Stich lassen. Egal, ob sie jetzt reich, arm oder mittelreich sind. Die Menschen haben es verdient, die Wahrheit zu hören. Die Menschen haben es verdient, eigentlich Ehrlichkeit. Und das kann man sich bei einer Regierung wirklich nicht erwarten, dass sie ehrlich sind und sagen, hört's mir zu. Wir müssen alles teuer machen. Ja, es ärgert mich persönlich, dass man hier die Lebensmittelpreise, ich sag nur Stichwort Leberkäse, Brot und vieles, vieles mehr. Sogar auch die Handygrundgebühren sind drastisch in die Höhe gegangen. Entschuldigung, wow, leuchtet aber ordentlich. Bist du denn, Schatz? Das macht mich ehrlich gesagt sehr traurig, dass man hier jetzt, wie gesagt, die Menschen einfach nur schamlos ausnutzt. Und die Menschen haben es nicht verdient, diesen Mafia-Preiserhöhungen mit zu erdulden. Ich hätte mir wirklich von den anderen Parteien gewünscht, dass sie den Dominik-Knepp-Antrag beziehungsweise der Antrag von der FPÖ angenommen hätten. Aber leider hat man hier, so leid es mir auch tut, leider hat man hier in dieser Gegend versagt. Ganz im Gegenteil, ich werfe niemandem Versagen vor, aber es ist
wirklich eine reine Farce. Ja, es werden sogar auch, das kann ich euch wirklich sagen, jetzt werden sogar noch andere Sachen teurer, Zigaretten, die Handy-Tarifgebühr-Indexanpassung findet ja auch noch statt in dem Monat. Aber ich habe euch beim ersten Teil schon gesagt, ich habe mich nicht lumpen lassen, weil ich es einfach nicht physisch sowie psychisch nicht in Ordnung finde, dass man hier eine Gebühr erhöht und der Mensch kriegt eigentlich für das Geld das Gleiche. So habe ich mir eigentlich etwas nicht vorgestellt. Ich hätte mir vorgestellt, dass man, wenn man schon eine Indexanpassung macht, dass man hier auch natürlich auch mehr dafür bieten sollte, als wie grundlos die Tarife anzupassen. Da ist es mir egal, wie viele Wertsicherung die Regierung gibt. Und es kann definitiv auch nicht wahr sein, dass man hier das schnelle Geld machen will und dann, ihr wisst ja schon, und dann ist man wieder der Vollheini vom Nebenan, würde ich einmal sagen. Aber ja, es ist auch eigentlich piep egal, natürlich. Aber ich möchte, wie gesagt, mit niemandem streiten. Ich möchte auch mit keinem einen Krieg führen. Ich möchte auch niemanden dafür ärgern und so weiter. Ich möchte ganz einfach haben, dass in Österreich sowie Deutschland und andere EU-Länder hier einmal in sich gehen und mal nachdenken. Und glaubt mir, nachdenken hat niemand geschadet. Weder mir noch dir, weder ihnen und so weiter. Und ja, ich will eigentlich ein solides und friedliches Leben haben, aber das ist ja leider nicht möglich, weil, und das sage ich nicht, weil ich euch ärgern will, ganz im Gegenteil, weil es einfach sehr, 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 sehr und noch einmal sehr, sehr traurig ist, dass man hier diese Schiene einführt. Und ich bin auch im Übrigen sehr traurig, dass man hier auf Kosten des Krieges hier die Preise noch heimlich erhöht, um die Menschen vor dummen Tatsachen stehen zu lassen. Nein, ich sage es nicht, weil ich euch segieren will oder dergleichen. Ich sage es euch, weil es wirklich Tatsache ist. Die Lebensmittel steigen und Preise werden wie Unterhosen ausgewechselt, natürlich. Also da ist es dann schon piep egal, ob du dich ärgerst oder auch nicht. Und ich möchte da auf eines hinaus. Ich möchte natürlich nicht haben, dass sich die Menschen überschulden, weil eine Regierung hier das schnelle Geld machen will und noch einmal, bitte,
Minister und Ministerinnen sind nicht dazu da, um hier jedes Monat oder jeden Tag die Preise zu korrigieren. Das muss irgendwann einmal beendet werden. Und man kann definitiv nicht hier ständig sagen, ja, wir müssen Preise erhöhen. Nein. Wir sollten die Menschen leben lassen. Und du kannst nicht tagtäglich zum Beispiel hier sagen, ich möchte jetzt den Leuten das Ganze aus einer Tasche ziehen. Und klar ist die ÖVP, die FPÖ, pardon, verärgert, weil der Finanzminister sich die Hände rumtreibt. Klar ist der Finanzminister der Reichste und die anderen immer blöder. Es ist wirklich sehr, sehr traurig, dass wir hier einen Finanzminister haben, der sich nur mit Ruhm bekleckert, der 150 Euro an Zuschüssen schickt, Heizung und das Ganze. Und ja, in Wirklichkeit, ganz ehrlich, wenn man jetzt die Endabrechnung vom Heizen hat, spätestens dann fällt einem auf, dass da was nicht stimmt. Und ich streike weiter mit dem Einheizen. Da kann der Finanzminister Brunner sich 100-mal die Hände zusammenreiben. Ich lasse meine Heizung kalt. Das ist mir egal, ob jetzt der Finanzminister Brunner hier gerade mal sagt, nein, es geht nicht. Und noch einmal, Herr Finanzminister Brunner, Sie sind nicht dazu da, um irgendwelche Schäfchen zu spielen. Sie sind auch nicht dazu da, um die Menschen mit dem Zuschuss zu locken. Sie sind eigentlich dazu da, um die Finanzen zu stabilisieren und nicht, um irgendwelche Geldtöpfe zu aufmachen und dann fast jeden 150 Euro in Form von Gutschein zu geben. Dazu sind sie nicht da. Und jetzt muss ich noch ein Lob an unseren ganz, ganz neuen Frischling Polaschek noch sagen. Herr Polaschek, Sie haben das Richtige getan. Sie haben Ihr Aussehen verändert. Sie haben das Leid der Schüler und Schülerinnen erspart. Mein Respekt. Und ich hoffe, dass man jetzt das Leid der Bürger und Bürgerinnen auch endlich mal beendet. Und da habe ich jetzt noch immer unseren Bundeskanzler im Visier. Also, wenn man das so sagen darf, nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern ich habe ihn deswegen im Visier, weil er müsste eigentlich sagen, so nicht, Freunde. Aber unser Bundeskanzler ist genauso an dem Volk desinteressiert wie der Bundespräsident. Nur mit dem Unterschied, dass der Bundeskanzler sich nicht immer ins Kammerl setzt, um einen zu rauchen, sondern der Bundeskanzler, ja, reist halt, so wie ich,
haben wir was gemeinsam. Gratuliere, Herr Bundeskanzler. Pardon. Und ja, lieber Herr Bundeskanzler, eine Sache fällt mir eigentlich schon auf. Warum reisen Sie eigentlich zu dem Kriegsgewinnler? Warum bleiben Sie nicht in Österreich und sorgen dafür, dass die Teuerungswelle beendet wird? Sie haben ja immer Konnektivitäten zu manch anderen. Warum machen Sie es nicht, Herr Bundeskanzler? Ah, apropos. Ja, fällt mir noch was ein. Bundespräsident, natürlich. Der Bundespräsident wäre eigentlich dazu da, um dafür zu sorgen, dass die Teuerungswelle gestoppt wird. Aber, ja, er fühlt sich anscheinend nicht zuständig. Er sitzt lieber in seiner Hofburg und raucht eine nach der anderen, während die Österreicher und Österreicherinnen sich hier wundärgern, weil sie nicht mehr ein noch aus wissen. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass der Bundespräsident einmal aufwacht und sich diese ganzen Sachen anschaut, anstatt hier im stillen Kämmerchen zu sitzen, um eine Chick nach der anderen zu rauchen. Er kommt immer nur dann aus, wenn es Festlichkeiten gibt oder wenn eine Berühmtheit verstorben oder gestorben ist. Da lässt er sich blicken, aber wenn es um die Interessensvertretung der Menschen geht, sitzt er lieber in seiner Ecke . Da müsste ja der Aschenbecher schon überfüllt sein. Nicht einmal ich würde daran denken, den ganzen Tag nur an mein Nikotin zu hängen. Am besten erst gar nicht anfangen zu rauchen. Das schont die Gesundheit und auch die Geldbörse natürlich. Aber ich möchte hier auch noch etwas anderes drauf sagen. Ein Bundespräsident hat eigentlich Aufgaben und die sollte er eigentlich erfüllen. Seine erste Aufgabe ist, präsent zu sein. Das macht er nur, wie ich vorhin erwähnt habe, bei Festlichkeiten oder wenn eine Berühmtheit verstorben und gestorben ist. Das zweite ist, er ist gegen den Parlament überverpflichtet, hier einzuschreiten, wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist. Das macht er nicht. Drittens, ein Bundespräsident hat sich auch zu interessieren, ob die Verfassung richtig ist oder falsch ist. Das sehe ich auch nicht, dass er etwas macht. Und lieber Herr Bundespräsident, das ist kein Vorwurf gegen Sie privat. Ich habe auch nichts gegen Politiker privat, aber ich finde die Arbeit, die hier gemacht worden ist, nicht korrekt. Und da sollten Sie vielleicht daran denken, Ihre Nikotinsucht zu beenden, weil es kommt mir vor, als ob man im Casino sitzen würde und den ganzen Tag nur Geld aus dem Fenster werfen würde. So kommt es mir bei Ihnen mit dem Nikotin so vor. Und noch einmal, lieber Herr Bundespräsident, ich habe gegen Sie privat nichts. Um Gottes Willen wäre ja noch schlimmer. Ich finde es einfach nicht in Ordnung, wie gearbeitet wird. Ich möchte eigentlich von einem Bundespräsidenten haben, dass hier so gearbeitet wird. Pardon. Dass hier so gearbeitet wird, dass der Bürger und die Bürgerinnen noch ein Lächeln im Gesicht haben. Aber mittlerweile, wie hier gearbeitet wird, sehe ich das Ganze so schwarz wie der Teer am Asphalt.
Und lassen Sie mir noch ein paar andere Zeilen noch sagen. Ich würde gerne von Ihnen wissen, Herr Bundespräsident, warum Sie eigentlich nicht den slowakischen Weg gehen. Ich habe schon seit 2 Jahren oder auch 2,5 Jahren von mir aus, habe ich schon öfters gesagt, Leute, die krank sind, sollen bitte betreut werden. Leute, die nie etwas hatten oder haben, sollen bitte wieder normal leben wie vor 45 Jahren. Ich möchte nicht haben, dass man die Menschen dann wieder abspenstig macht oder abstreitig und madig. Das mag ich nicht haben. Und ja, Herr Bundespräsident, vielleicht sollten Sie an meine Worte denken und endlich mal Ihren Pflichten nachgehen, anstatt Ihr Nikotin zu inhalieren. Ich möchte definitiv nicht haben, dass Sie die ganze Bevölkerung, egal ob es jetzt Serben sind, ob es jetzt Polen sind, ob es jetzt Türken sind und so weiter und so fort. Ich möchte definitiv nicht haben, dass Sie diese Menschen außer Acht lassen. Sie sollten sich wirklich daran ein Beispiel nehmen an die Slowakei. Sie hat ihre Maßnahmen, wo sie nicht mehr nötig waren, aufgehoben. Ausgenommen natürlich ist der Markt, die Einrichtungen, das Krankenhaus, die wollen noch, dass man mit der FFP2-Maske hier herumhantiert. Aber in den öffentlichen Verkehrsmitteln haben die Slowaken keine Maskenpflicht mehr. Und da erwarte ich mir von Ihnen, Herr Bundespräsident, dass Sie nicht wieder Ihren Nikotinkonsum fallen, sondern dass Sie Ihr Nikotin einmal, ich weiß nicht, 2 Wochen weglassen und sich anderen Aufgaben widmen. Und ich war kürzlich in der Slowakei unten und da hat man mir erklärt, auch wenn ich jetzt kein Slowake bin, man hat mir erklärt, dass im Bus keine Maske mehr benötigt wird, in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber ja, ich habe sie im Bus halt oben gehabt. Ich habe sie im Zug abgelegt derweil. Und ja, kurz vor Österreich habe ich sie wieder aufgelegt, weil sonst hätte ich ein riesiges Problem gehabt mit Ihnen, Herr Rauch, Herr Nehammer, Herr Bundespräsident und so weiter. Ich will nicht in solchen Verhältnissen leben. Ich möchte eigentlich ein friedliches Leben haben, aber lieber Herr Bundespräsident und Bundeskanzler sowie auch Vizekanzler, Sie lassen mir nämlich keine Wahl. Und wenn ich den Stadtrat Hacker natürlich wieder mal sehe, werde ich davon berichten, was ich erlebt habe. Glauben Sie mir, ich lade wirklich einmal den Stadtrat ein in die Slowakei von mir aus. Mir tun die 16 Euro nicht weh für Hin- und Retour. Und ich zahle halt meine 4,20 Euro für Hin- und Retour. Mir tut das nicht weh. Dann kann sich unser Stadtrat nämlich anschauen, wie es in der Slowakei läuft, weil das ist auch ein EU-Land. Und ich kann mir vorstellen, dass unser Bundeskanzler mit seinem Chauffeur und mit der Limousine da oben fährt und sich das anzuschauen. Lieber Herr Bundeskanzler, nehmen Sie Ihren Freund Rauch mit und schauen Sie sich das bitte an. Glauben Sie mir, Herr Bundeskanzler, dort in den öffentlichen Verkehr rennt kein Mensch mehr mit Maske herum.
Dort rennen sie maskenfrei herum. Wie gesagt, nur im Pflegen, Altenheim und Märkten haben sie noch die Maskenpflicht, aber in den Öffis nicht mehr. Und ja, das war es auch wieder mit der zweiten Mairede, Teil 2 der ersten Mairede. Ich bedanke mich bei euch allen, dass sie hier durchgehalten haben. Und ich wünsche noch einen angenehmen Tag. Bis dahin. Tschüss.